Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Need for Speed World. Und ja, heute lasse ich mal die Musik raus, einfach nur damit das Spiel mal flüssig bei mir funktioniert, außer am Anfang halt, aber das ist normal, weil der da bei mir die Welt erst lädt. Also ich spiele jetzt auf zur Welt, dann bitte warten. In dem Moment, wo ich jetzt join, habe ich meistens einen Lag. Und ja, ihr habt im Startbildschirm meinen Lamborghini gesehen und ja, den habe ich bisher. Ah, da habt ihr, seht ihr, diese Mini-Ruckler. Die entstehen aber nicht durchs Internet, nicht durch mein Aufnahmeprogramm. Nein, das ist das Internet, was halt gerade leckt. Ich muss das Spiel halt erstmal aufladen lassen. Und hoffentlich dauert das da jetzt nicht wieder lang. Okay, auch nicht. Und zwar habe ich drei neue Autos. Und zwar den Audi Quattro 20 V. Ich glaube, das ist ein. Weiß ich gar nicht, für was dieses V eigentlich steht. 20 V Volt. Keine Ahnung. Jedenfalls tune ich das Auto hier gerade auf mit einem 13,7er Motor, einer 6,6er Aufladung und einer 13,74er Getriebe Aufladung, Getriebe pro Getriebe. Dann 113er Street Fahrwerk, weil ich einfach keinen anderen hatte. Eine 4%ige Bremse und ein 3,66 Reifen. Dann ein Lamborghini Murcielago 650, 650, weiß ich nicht, minus. Oder 650er, 4er Roadster, vierte Roadster, wie auch immer es auch ausgesprochen wird. Er hat keinen Motor drin. Und zwar, wenn man halt auf die Werte hier achtet, das habe ich beim Kauf irgendwie nicht drauf geachtet und dadurch hat er dieses scheiß Handling an sich. Da hat er nur 602 Handling bei mir, momentan durch das Tuning alleine. Wie hier das Teil, die Reifen halt eben, ja. Und zwar habe ich vor, hier nur Teile einzubauen, die meine Beschleunigung extremst hoch pushen. Und zwar, wie ihr seht, habe ich ihn auf Drag Race geskillt und ich guck mal gerade, also der hat jetzt 854, mein Broker hat 889, der mit dem 12,6er Motor, er hat eine 811er Aufladung, die ist nicht so gut, dann hier ein 4,9er, dann hier noch 8% und 4,99 Ultra Reifen, die sind natürlich ein bisschen besser. Natürlich habe ich noch mein Königsegg. Was hat überhaupt mein Porsche? Auf den muss ich mir eh doppelt holen. Oder noch einmal, obwohl der ist schlechter bei mir momentan. Er hat auch so ein 13,7er Motor. Und ja, dann habe ich halt noch den Ford Focus RS in meiner Garage. Und davon würde ich mir auch gerne alle angucken, gerade jetzt. Und ja, der hier sieht eh brillant aus. Und ich glaube, der sogar einen anderen. Ne, hat er nicht. Wir haben, glaube ich, beide diesen gewölbten Ding. Das gewölbte Teil drin. Okay, der hat kein gekauftes Bodykit oder sowas, sondern standardgemäß die Felgen. Sind natürlich von mir, Style 21 BBS und er hat halt noch diese Standardfelgen, die eh rauskommen. Dann den Ford GT 40er, den kann man zum Beispiel nicht mehr kaufen. Also die ersten drei Autos, die ich jetzt habe, ja, die sind zum Kauf freigegeben worden, vor kurzem. Und da waren, glaube ich, noch andere, die ich leider verpennt habe und davon finde ich jetzt der Lamborghini voll krass und das Auto hier ist gar nicht so scheiße dabei. Und ja, den Lamborghini fahren wir heute aber nicht, sondern den ich. Oder ich guck mal gerade, ob ich doch noch meinen Motor habe, denn ich lasse ab und zu mal mein Bot laufen. Jetzt wieder einmal. Nur 400 Rennen und vielleicht habe ich Glück. Und ja, viele beschweren sich bestimmt. Oh, der cheatet sich aber den Motor und so ein Scheiß. Ja, sorry Leute, ich bin halt einer, der nicht gerne farmt. Sondern, also farmen tust du ja klar, aber. Sieht man ja. Aber ich meine halt in dem Sinne halt, dass ich jetzt gerade auch nicht immer die Zeit habe, wirklich Rennen zu fahren und ich würde ja auch gerne viel aufnehmen, meine Wagen testen, die es so gibt und den großen kann man sich ja eh nie kaufen und ich will natürlich alle in der Garage haben, die gerade so für Münzen rauskommen, ich gucke auch öfters rein und gucke halt mal, okay, da gibt es ein neues Auto und da gab es ein neues Auto und da müsst ihr mir zum Beispiel jetzt gerade auch mich aufklären, da bin ich mir sicher, ich war jetzt mehrere Wochen nicht drin, ich glaube 3 Monate schon fast. Oder ein oder zwei und habe aber also im Shop halt schon sehr lange nicht. Da gab es den Infinity, glaube ich, noch gar nicht. Okay, Cadillac gab es auf jeden Fall. Zeitlich begrenzt gibt es nichts, aber neue. Und da sind dann doch nicht alle Fahrzeuge, nein, der Ford Focus hier, den finde ich zum Beispiel nicht so geil. Und ich habe sogar Flugzeiten gekriegt, ne? Den Toyota hier finde ich gar nicht so scheiße, nur halt das Bodykit ist gay. Da hätte ich mir zum Beispiel schon überlegt, das auszubauen. Okay, der ist auch schon recht alt. So ein Mercedes wäre auch nicht schlecht in der Garage zu haben. Und ja, ich orientiere mich wenig nach den Missionen momentan, um die Punkte zu machen. Mir fehlen immer noch 250.
Wir können ja mal reingucken. Löschen. Fahrer blockieren. Fahrer blockieren und okay. Und entfernen. Sorry dafür, aber ich blockiere alle bis auf die 2 und außer die Leute, die halt unbedingt mit mir zocken möchten. Das heißt, ihr möchtet mitspielen. Schreibt mich an. Oh, das könnte man machen. C-Klasse Champion, A-Klasse Champion und so. B-Klasse. Das wäre vielleicht nicht so scheiße. Aber dafür mit meinem D-Rang oder so. Oder Drag Racer wäre auch nicht schlecht. Und ich glaube, das machen wir jetzt mit unserem wunderschönen BMW. Teilnehmen. Multiplayer. Mal gucken, ob wir was finden. Oh, wir finden was. Teilnehmen. Das sind meistens diese mit der. Okay, der hat nur den AP640er. Das heißt, meine Beschleunigung ist schon eindeutig höher. Aber er hat da bestimmt schon was Gutes. Oder 12. Ne, ich bin eindeutig von den Skillwerten. Oh, der hat einen Evan Taylor. Das ist auf einmal einer, der Pay to Win macht hier. Wird ihm nichts bringen. Hier ist jetzt einfach mal eiskalt. Aber was der vierte hat, weiß ich nicht. Das könnte problematisch werden. Also, wenn der jetzt so eine fette Leistung in seiner Kiste hat, dann kann es sein, dass ich verliere. Ja, natürlich. Was hat denn der Eventator für eine Leistung? So, mein Sieg, du Spasti. Dränge ich schon ab. So, und der Windmann. Oh, der. Oh, nein, das war ein Lamborghini Race, Leute. Das war jetzt vom Feinsten, finde ich. Auch wenn ich den voll abgedrängt habe. Sorry, Bro, aber muss leider sein. Event, Most Wanted wurde entfernt. Okay. Ja, der hat auch keine Skills drin und dieser. Der da, der hat keine Skills drin, also woher kam dem seine Leistung? Mein Grip wird, also am Start, wird schon extrem gepusht, okay? Und dann halt das da, muss ich mehr haben und das auf jeden Fall viel mehr, weil am Start ist es schon entscheidend und das hat man halt gemerkt, wie ich abging. Und ich gucke, glaube ich, immer in Events jetzt, in diesen Events einfach nach hinten, um einfach mal zu gucken, wer mich gerade so überholt. Der Demossia Lago, der Aventador, der ist ja natürlich eh von dem Beitu. Ja, Play to Win, Alter. Pay to Win, nicht Play. Verlegungsstufe 3, Rauschwarz habe ich auch. Style 21, die habe ich glaube ich noch nicht. Und damit hat er eigentlich auch voll scheiße gepokert. Das finde ich nicht so cool. Die Felgen hätte ich dann irgendwie so schwarz lackiert oder so. Das sieht vielleicht besser aus. Eine Motorhaube hat er nicht und dann so ein hässliches Bodykit. So schön. Natürlich, ich versuche natürlich auch mit YouTube ein paar Leute zu gewinnen, die für. Natürlich auch mit für meinen Channel sind und ihn cool finden und alles andere auch. Und ja, deswegen unterstützt mich immer mit einem Abo, wenn ihr halt meine Videos guckt. Alter. Ja, und da fährt er mit Speedtech die kleine Hure. So, wie hieß der Winmann 371? Das ist ja echt gay, Alter, mit Hex hier zu gewinnen. Und den Winmann 371 melde ich mal direkt. Rechtsklick, Fahrer melden. Cheat. Speedhack for the win. Abschicken. Wir haben jetzt natürlich nichts gekriegt. Und ja, finde ich schade. Und ja, den melde ich natürlich jetzt mehrmals. Ich glaube, der kommt jetzt sogar gar nicht nochmal rein. Das ist doch noobisch, Leute. Findet ihr nicht auch? Oh, der hat auch den Roadster. Ich finde diese Lackierung einfach, diesen Vinyl-Lack, richtig cool. Und das habe ich dann halt in meinem Auto übernommen mit diesen HRE-Felgen. Oh, der hat einen Ford Mustang Boss und Drag Race Skill. Ach du Kacke, der geht jetzt sowas von ab, Leute. Dagegen hast du einfach keine Schnitte. Der hat eine Karre, die geht ab wie sonst was. Die hat 20, also darin 40%, darin schon 60%. Ja, okay, ich habe besseres Startgrip, aber er hat ja nochmal Optimierung für be bessere Leistung in Drag-Rennen. Also jetzt passt mal auf, wie der uns abzieht, obwohl wir Lamborghinis haben. Mit so einem Krüppel Porsche an, nimmt so einem. Oh, der geht aber überhaupt nicht ab, finde ich. Also entweder der spielt automatisch oder der ist einfach nur scheiße. Achso, das muss es dann sein. Das kann doch nicht sein, dass er so extrem verliert. So, und ich habe jetzt mein 9. Rennen gewonnen. Bin ich auch gut. Nein.
Okay, ein Fehler ist aufgetreten. Leute, Moment, kurz minimieren hier. Irgendwie muss man das doch beheben können. Nein, ich will hier raus aus dem Event. Ja, aber so weiter. Geht. Eine Bronzekarte noch, eine Goldkarte noch abholen. Ich habe immer noch die ganze Zeit Gefühl, ich habe Nasenbluten und zwar muss ich eine Salbe auftragen. Ja. Und das ist, ich habe eigentlich beim Kauf der Fahrzeuge angefangen aufzunehmen. Und dann hatte ich aber extrem Nasenbluten gehabt. Das heißt, ich musste die dann abbrechen. Und ich habe das halt mehrmals. Ausgerechnet in meiner Aufnahme ist das halt passiert, ne? Wenn jeder plötzlich Nasenbluten, ja? Also, was macht man natürlich in dieser Situation? Nichts. Man sagt einfach nur, juckt mich nicht. Just for fun. Zocken. Fertig. So, und irgendwie will keiner Drag Race mit mir fahren. Oh, in der Zeit ein paar Donuts, ein bisschen Nitro. Was ich auch machen kann, ist jetzt einfach mal in die Garage gehen. Auch ein bisschen tunen. Und zwar mein Quattro. Den werde ich vielleicht noch ein bisschen umtunen vom Style her. Falls so lila machen oder so, mal gucken. Und dann individualisieren und dann baue ich hier auch noch ein paar Skills. Ach was, der Shop. Die Felgen sehen ganz cool aus, so wenn die da so nach innen gehen. Und zwar habe ich auch mal Swanted einliegen. Und ich habe mal, ja, ich gebe das jetzt ehrlich zu, ich spiele immer Swanted momentan gecrackt. Aber aus einem Grund, ich habe das Spiel, nur ist hier die CD beim Umzug verloren gegangen. Und ich will mir das Spiel halt nicht neu kaufen, deswegen. Also ich echt schade finde. Ich fand das Spiel so geil und ich hatte es auch noch für den PC und ich hätte es gerne für euch Let's Play, weil ich das Premium fand. Und das ist so ein langes Let's Play, wenn man ehrlich ist. Da hast du so gedacht, kannst du es Let's Playen jetzt gerade so und ja, da fiel mir halt wieder ein. Ja, du hast die CD nicht, mein lieber Freund, ja. Das ist ungelogen. Ich habe halt Kumpels und so, die wissen das. Die kann man ja alle fragen. Und ja, ich habe mich übelst drüber aufgeregt. Das ist echt scheiße. Und ich habe da den Skill Rammen gekriegt. Wo sind die denn? Ja, komm, hauen wir noch hier ein paar 3-Sterne-Scheiße rein. Mal hier da raus und erkunden Fahrzeug User einmal. joined your channel. Hallo? Hallo. Hi. Ah, Mario ist da, ne? Hallo, ich bin gerade nicht was Speed drin. Ah ja, Okay. es gibt neue Autos, Klingt gut. ne? Kannst du mal reinkommen. Für Münzen auch. Echt cool. Ich weiß noch nicht, ob du die Perfekt. hast. Ich spreche dann gleich die Aufnahme ab, beende die und dann können wir noch eine Runde. Jo. Sag dir dann auch direkt, welches es gibt. Ich brauche hier unnötige Skills ein. Ich gucke erst mal, wie lang die User Aufnahme joined ist. your channel. Moin. Morgen. Oh, die Guten ist ganz so Morgen. lang. Seid ihr gerade in der Lobby? Welche Lobby? Oder wollt ihr spielen? Wir sind gerade nicht vor Speed drin. Also Mario Alter, weiß ich alles nicht, ich klar. jedenfalls. Ich bin auch gerade in der Aufnahme. Gut, bis später. Jo. Okay. User left your channel. Ja, ich bin im TS drin. Es gibt den Roadster von Lamborghini, den Vierer Murcielago und boah, ich habe immer, glaube ich, Lamborghini. Habe ich echt Murcielago gesagt? Da hatte ich Gallardo immer gesagt. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Seh mich, wenn das falsch war. So. Fahren wir noch so ein Verfolgungsrennen einfach noch. Gerade Sorry, wenn noch. ich ein bisschen ruhig bin, weil ich habe 30 Stunden nicht geschlafen. Hast du die ganze Zeit gemacht, hä? Naja. Erzähl uns mal was. Kumpel war da, hat gepennt bei mir. Oder eher nicht gepennt, mit mir durchgemacht. Ja, ich bin heute und morgen daheim, kein Problem. Ich cool, okay, jetzt noch 8 Sekunden warten, dann beginnt das Rennen. Und dann muss ich gegen einen Elva GT3 fahren, einen Nismo R34, also auch einer, der Geld bezahlt hat, und einen Mustang. Der von dem hofft nicht mal, okay, jetzt leckt das, ich hab Standbild. Ja, ein Rennen muss ich noch fahren, dann wird die Aufnahme beendet.
Dann haben wir 20 Minuten erreicht und ich finde das lang, weil 40 Minuten, ich habe vorgestern oder gestern 4 Folgen einfach nur mal so eine halbe Stunde auf, eine halbe Stunde dann jetzt hochgeladen, den ganzen Tag. Lol. Ja, das ist echt krass, ich komme einfach nur so heim. Was? 2 Videos hochgeladen? Oh Gott. Da war ich gegen 6 Uhr oder so erst fertig. Und dann macht schon einer von uns Freestyle-Action und dann überhole ich den mal und fahre mit einem Audi, der eigentlich C-Wagen ist, als A-Wagen einfach mal voll davon. Der sich echt geil fahren lässt. Was, er hält mich nicht an. Boah, Alter, ich habe so eine scheiß Salbe aufgetragen, das fühlt sich die ganze Zeit an, als hätte ich Nasenbluten. Das ist eklig. Weil ich hatte Nasenbluten die ganze Zeit, ne? Und dann also muss ich zum Beispiel schon eine Folge auf, halt beenden, wo ich die Wagen gekauft habe. War die 15 Minuten lang und da kann ich halt kein Auto machen und sowas. Und mittendrin einfach beenden, ist ja auch irgendwie behindert. Und ja, dann war ich halt heute beim Arzt und der schreibt mich erstmal 2 Tage krank. Ist ja gut. Ja, das finde ich richtig geil einfach. Da kommst du in die Schule. Ja, ich hatte Nasenbluten, der Arzt hat mir halt eben Spritball gegeben. Ich finde das eh cool, du musst beim Arzt nur so voll richtig auf Sorgen machen, so ein Scheiß schon kriegst du frei. Der andere Arzt hat mir aber grundlos freigegeben, der meinte so, ja, bei Nasenbluten würde ich eh daheim bleiben. Ich habe das irgendwann so nachmittags gehabt und der so, ja, da musst du eh daheim bleiben und so ein Scheiß. So, der Arzt ist einfach nur so behindert. Ich hatte extremst Nasenbluten. Meine Mutter ruft halt an und fragt, ob ich vorbeikommen kann. Hat die gemeint so, ja, da soll er jetzt direkt vorbeikommen. Ich nehme mal so Telefon, ja, geht nicht, meine Nase blutet halt extrem, da kann ich schlecht vorbeikommen. Also ist kein Problem, machst du ein Tuch da weg und kommst einfach direkt, ne? Und das hat halt so in Strömen geblutet, als würde ich halt, ey, so ganz Blutlinie bis zum Arzt gezogen. Ja, vielleicht bist du dahin verblutet, man weiß es nicht. Er hatte mir halt empfohlen, den Nacken da hinten zu machen und dann halt die Stirn zu kühlen. Und ich denke mir erstmal, what the fuck, was ist das für ein Arzt? Das ist das Dümmste, was man machen kann. Wenn man das scheiß Blut ins Kopf fließen lässt, ne? In den Kopf da einmal nur. Das macht doch keine Sau, freiwillig. Das ist voll der krasse Arzt. Ich behindert. Aber egal, wir sind ja in Need for Speed World. Und schau mal gerade, bist du echt online? Ah, du bist online, okay. Ja, ich schau die Wagen durch. Es gibt den Ford Focus RS, den kann man sich jetzt kaufen, habe ich gesehen. Hab ich schon. Kauf, für Münzen. Nein, aber durch Achievement. Achso, okay. Ja, man kann jetzt auch für Münzen kaufen, habe ich gemacht. Warum nicht? Und den Lamborghini Murcielago Roadster kann man sich so einen kaufen. Also mal angucken. Und dann so einen Audi, den ich momentan fahre. Aber der Lamborghini, da habe ich auf die Werte gar nicht geachtet. Das ist voll das Drag Race Fahrzeug. Also der handelt voll behindert. Aber mit dem kann man Ja. echt geil Drag Race fahren. Hat auch gute Nitros. Ja gut, ich bin auf Nitro setzen. Ich habe ihn jetzt einfach nur voll auf Drag Race gesetzt und dann halt für den Start gepusht, weil er da halt ohne den Skills nicht abging. Das habe ich halt selber ausprobiert. Aber das ist ja normal, dass sie ohne diesen hässlichen Skills nicht abgehen. Alter, bist du behindert? Wegen dem habe ich jetzt zu wenig. Ah, ne, doch nicht geschafft. Glück gehabt. Aber die Corvette war schneller, Mann, ey. Sieh dir so einen jämmerlichen Audi ab, Mann. Alles wegen dem hässlichen Nissan da vorne. Aber der hat echt krass Handling, der Audi, muss ich sagen. Ich habe jetzt versucht, den Murcielago Roadster wirklich nur auf Beschleunigung zu pushen. Also habe ich schon mal meinen Bot laufen lassen für Teile, weil ich einfach keine mehr hatte. Ich weiß, die waren alle weg. Ich habe nur Scheiß jedes Mal gezogen. Und da fehlt mir halt nur noch so ein Fett. Okay, Motor habe ich jetzt auch eingebaut, so einen 99er, aber ich will halt so einen mit 17% oder so haben, der dann wirklich abgeht. Okay, die ersten sind einfach nur schon fast im Ziel und ich muss noch 3000 Meter fahren und irgendwas sagt mir, die fahren eiskalt ins Ziel. Ich glaube natürlich nicht, weil ich muss gewinnen. Aber sind halt noch 2 Minuten, also warum fahren die so schnell? Was soll das? Also so als würden die im Tankmodus einfach nur durchrasen, komm, fick dich. Ja, die fahren eiskalt ins Ziel. 30 Sekunden, 2.500 Meter noch. Ist ja kein Problem, das hat man ja ganz schnell geschafft. Das ist ein Drift, zack, Nitro.
Alter, ich hab so verkackt jetzt. Ohne Spaß, jetzt will ich einfach einen Hack anmachen und dann einfach nur den 5 Sekunden Zielbonus anmachen. Fuck, Wichser, Alter. Man, wer fährt einen eiskalten Ziel, wenn er noch 2 Minuten hat? Du kannst doch ein bisschen spammen, im Kreis fahren, umdrehen. Du hast 2 Minuten, Junge. Chill doch mal. So, ich wurde nicht erwischt. Ich habe nur das Rennen verloren. Aber genauso behindert das Gefühl. Ist aber auch egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine Bewertung da, kommentiert das Video. Abonniert den Channel. Wenn ihr mehr sehen wollt, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.